Ja, vielen Dank, Ellen Eni, und willkommen zu einer Extra-Ausgabe von Hart, aber fair. So bitter das ist, eines haben die Attentäter von Paris schon erreicht. Ein Gefühl der Schutzlosigkeit, ein Gefühl der Angst macht sich breit. Der Krieg der islamistischen Terroristen ist im Herzen von Europa angekommen. Was passiert, wenn diese Angst jetzt den ganzen Kontinent ergreift? Mit geschlossenen Grenzen, mit allgegenwärtiger Polizei und mit Misstrauen gegen jeden, der anders ist. Unser Thema: Terrorkrieg in Paris. Was macht die Angst mit unserem Europa? Und das sind unsere Gäste. Julia Klöckner, die stellvertretende CDU-Chefin, warnt: Wenn wir nach den feigen Anschlägen die Grenzen dicht machen, spielen wir dem IS in die Hände. Europa muss enger zusammenstehen und darf Flüchtlinge nun keinesfalls unter Pauschalverdacht stellen. Michel Friedmann, der Publizist, hat einen Wohnsitz in Paris und ist überzeugt, die Anschläge galten nicht nur Frankreich. Sie sind eine terroristische Kriegserklärung an den gesamten Westen und damit auch an Deutschland. Heinrich Bedford Strohm, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, stellt klar, Extremisten, die sich auf Gott berufen, aber in ihrer Gottlosigkeit nicht zu überbieten sind, darf es nicht gelingen, Hass zu säen. Deshalb gilt jetzt erst recht für Toleranz. Lamia Kador, die Islamwissenschaftlerin und Religionslehrerin, ist frustriert. Nun haben wir sie wieder, die Debatte um den gewaltbereiten Islam. Der Terror macht ohnmächtig, denn die Religion und Werte wie Freiheit sind mal wieder Opfer von Verbrechern geworden. Holger Schmidt, für den ARD-Terrorismusexperten steht fest, die Gefahr kommt nicht erst ins Land, sie ist längst da. Auch in Deutschland kann es jederzeit zu einem Anschlag kommen. Vielleicht haben wir bislang einfach nur Glück gehabt. Frau Klöckner, was war Ihr erster Gedanke, als Sie gestern Abend gehört haben, was da in Paris passiert? Es waren sicherlich sehr viele Gedanken. Erstmal, kann das überhaupt wahr sein und welcher Ausmaß hat das Ganze? Und es gab ja bei jeder Nachricht immer Schlimmeres noch dazu. Und man glaubt, es gäbe nichts Schlimmeres als einen Anschlag, dass Menschen feige und aus Hass ermordet werden und dass das an so vielen verschiedenen Stellen geschehen ist, so konzertiert geschehen ist. Dass auch vor allen Dingen die Attentäter, ich glaube, 7 von den 8 haben sich selbst in die Luft gesprengt oder sich selbst umgebracht. Das zeigt ja, mit welcher Verbohrtheit, mit welchem Fundamentalismus hier vorgegangen wird. Und natürlich war dann mein zweiter Gedanke, welche Auswirkungen hat das auf die aktuelle, auf die politische Debatte? Sicherlich auch in der Frage, wie gehen wir mit den Menschen um, die neu zu uns kommen, sind jetzt alle plötzlich unter Generalverdacht. Und es hat nicht lange gedauert. Heute Morgen, wer ins Internet schaut, das klassische anonyme Hetzen auch gegen die Politik, die versagt hätte. Also das sind so Gedanken, hundertprozentige Sicherheit wird es nie geben. Aber ich glaube, Europa muss jetzt mehr denn je zusammenstehen. Und jetzt geht es darum, wirklich zu sagen, was sind unsere Werte? Lassen wir sie uns nehmen, weil wir nicht mehr angstfrei leben können? Oder kämpfen wir für ein aufgeklärtes, für ein offenes Land, für unsere Werte? Und dann geht es sicherlich auch darum, Sicherheit und Bürgerrechte so abzuwägen, dass Freiheit weiterhin bestehen kann. Hatten Sie Angst gestern Abend oder heute? Angst ist so eine Kategorie. Das heißt, Angst, ich fühle mich persönlich nicht bedroht. Aber ich sehe, dass die Welt aus den Fugen gerät und dass wir in einer vielleicht auch Zeitenwende uns befinden. 60 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Es gibt andere Menschen, die leider ein archaisches, patriarchalisches, ein mittelalterliches Bild verbinden können mit den modernsten Techniken. Und das ist eine sehr, sehr unheilvolle Mischung. Und dass natürlich der Westen im Blick ist. Und das, Frankreich war der Zielort, Paris, die Stadt der Liebe, wurde in wenigen Minuten zur Stadt des Schreckens. Aber gemeint sind wir alle. Wir alle, die in einer offenen Gesellschaft leben und dafür auch kämpfen. Herr Friedmann, Sie leben zeitweise in Paris. Jetzt, wo Charlie Hebdo, der erste Anschlag, noch nicht mal aufgearbeitet ist, dieser zweite, noch viel heftigere Anschlag. Was macht das mit unserem Nachbarland? Eine Irritation, eine Destabilisierung, viel Unsicherheit und Angst. Aber das macht es, glaube ich, nicht nur mit Paris und Frankreich, sondern was in Paris passiert ist, hätte auch in Berlin passieren können. Oder in Madrid ist ja was passiert, in London gab es schon diese Terroranschläge. Wir müssen uns darüber bewusst sein, dass hier eine Strategie stattfindet,
wo man mit den minimalsten Mitteln, mit ein paar Menschen, die bereit sind, dafür zu sterben, einen maximalen Effekt an Angst, an Verunsicherung und an Destabilisierung herbeischaffen kann. Und man muss sagen, Terroristen, das klingt auch so für mich zu abstrakt, das sind gemeingefährliche Verbrecher, die bereit sind, andere Menschen zu töten. Und dahinter steckt denn doch ein politisches Thema. Und Sie haben es gerade angesprochen, wir haben, was unsere Werte angeht, den Respekt vor den Menschen, den Respekt vor dem Leben, ja auch eine Debatte in unserem Europa. Wir haben immer mehr Erscheinungen, wo am rechtsnationalistisch-populistischen Rand ebenfalls vergessen wird, dass wenn wir auch über Menschen, die flüchten, reden, wir über Menschen reden. Es gibt Gewalt, eskalierende Gewalt. Und natürlich ist dieser Terroranschlag in Paris eine ganz furchtbare, auch missbräuchliche Situation, dass diejenigen das jetzt benutzen, im Namen der Freiheit, aber in Wirklichkeit wiederum Menschen als Unmenschen oder Parasiten beschreiben, wie das in Polen der Fall ist. Das wird uns noch beschäftigen in dieser Sendung. Gehen wir noch mal zurück nach Paris, was die Sicherheitslage angeht. Herr Schmidt, Sie sind der Terrorismusexperte der ARD. 129 Tote, über 300 Verletzte, an die 100 noch in Lebensgefahr. Anschläge an 6 Orten gleichzeitig. Und das trotz eines Landes, das schon im Alarmzustand war. Eine Polizeipräsenz, wie man sie bei uns eigentlich noch nicht gesehen hat. Heißt das eigentlich, dass wir machtlos sind, komplett machtlos gegen diese Art von Anschlägen? Es heißt zumindest, dass auch eine wirklich erheblich aufgebohrte Sicherheitsarchitektur, wie wir es in Frankreich erlebt haben, da dann einfach an ihre Grenzen kommt. Ich kenne Frankreich, glaube ich, auch ganz gut. Und ich war im Sommer völlig erschüttert, als ich an einem kleinen Mittelmeerort, in einem kleinen Fischerort, Cavalaire-sur-Mer heißt der Ort, bei einem kleinen traditionellen Fest war. Da ist es einfach üblich, da kommt der Ort zusammen, es ist so einfach gestrickt, wie man sich es nur vorstellen kann. Der Wein aus Plastikbechern und man kommt am Ende zu einem kleinen Feuer und dann schießen noch ein paar traditionell gekleidete Herren mit ihren alten Büchsen in die Luft. Und mir fiel auf, zwischen in dieser ganzen Szene stehen im Gegensatz zu früheren Jahren auf einmal wirklich schwer bewaffnete Polizei, nicht der Flick aus dem Ort, sondern wirklich schwer bewaffnete Gendarmerie Nationale. Und das hatte einfach nicht mehr den Charakter, den es früher gehabt hat. Und wenn man in einer solchen Situation dann noch so einen Anschlag wie gestern hinbekommt, dann ist natürlich das Unsicherheitsgefühl für die Bevölkerung noch einmal mehr getroffen. Es ist noch entsetzlicher in der subjektiven Wahrnehmung. Und trotzdem bin ich sehr dafür, dass man das Ganze auch versucht, einfach objektiv zu betrachten und zu sagen, wir dürfen einfach nicht zulassen, dass mit so einer natürlich spektakulären Tat, aber dann doch in dieser extremen Potenzierung eine so große Wirkung, ein so großer gesellschaftlicher, politischer Effekt erreicht wird. Gehen Sie mit Ihrer Familie auf einen Weihnachtsmarkt am Dom? Ja, natürlich. Also wenn man anfängt, an diesen Punkten nachzudenken, wenn man anfängt zu sagen, das ist jetzt nicht, oder vielleicht das eine Konzert kann ich noch besuchen, die andere Band könnte vielleicht, weil sie vielleicht eine Black-Metal-Band ist, irgendwie den Islamisten noch mal mehr provozieren oder so. Das ist ja eine völlig absurde Denkweise. Dann fangen wir an, unser eigenes Denken dem anzupassen, was die Islamisten von uns wollen. Denen passen ganz viele Dinge nicht in der Art und Weise, wie wir leben. Es gab ja den, kommen wir sicher auch noch darauf zu sprechen, den deutschen Anschlag gab es 2006. Er ist durch einen technischen Defekt nicht umgesetzt worden. Hier in Köln wäre es losgegangen, explodiert wäre es in Koblenz und in Dortmund wären die Bomben explodiert. Und die Studenten, die das gemacht haben, Libanesen, einer von ihnen stand in Düsseldorf vor Gericht und ich war dabei, wie er erzählte, plötzlich brach es alles aus ihm heraus. Er ist an die Uni gekommen, er wollte wohl teilweise ernstlich studieren und dann bemerkte er dieses freie Leben hier. Die Frauen haben ihn einfach schamlos angesprochen, na so etwas. Die waren alle so unbekleidet, na so etwas. Er hat beim Fußballspielen sich unsicher gefühlt, weil man erwartete, dass er in kurzen Hosen spielt. So, und in diese Verunsicherung, die man eigentlich kulturell auffangen könnte, gesellschaftlich auffangen müsste, die passiert bei einigen, die setzt sich so weit fort, dass sie so krasse Dinge dann tun. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen und nicht so tun, als wenn ein solcher Anschlag jetzt insgesamt sofort der Untergang des Abendlandes wäre. Das Abendland. Ja. Herr Bedford-Strom, Sie sind der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Der französische Präsident, der hat von Krieg gesprochen. Sein Premierminister hat auch gesagt, ich muss dem französischen Volk sagen, dass wir im Kriegszustand sind. Der Papst sieht die Anschläge sogar als Teil eines dritten Weltkrieges. Beschreibt das die richtigen Dimensionen?
Ich glaube, dass solche Worte in der gegenwärtigen Situation nicht die Worte sind, die wir gebrauchen sollten. Was wir jetzt erleben, ist ja etwas sehr Gutes. Wir haben die Bilder ja heute den Tag über gesehen. Die Menschen stehen einander bei. Es ist eine große Welle der Anteilnahme. Und viele Menschen sind still. Viele Menschen lassen auf sich wirken, was da passiert ist. Viele Menschen beten auch. Wir haben heute Morgen in Nürnberg in einer Kirche gebetet für die Opfer. Wir denken an die Angehörigen der Opfer. Wir stellen uns vor, in welcher Situation sie jetzt sind. Ich glaube, dass das die richtige Antwort ist. Und ich freue mich sehr darüber, dass auch in den Stellungnahmen, die wir aus der Politik gehört haben hier in Deutschland, und in dem, was die Menschen sagen, sie haben die Bilder ja gezeigt, die Interviews gezeigt, genau dieser Grundton der Empathie, des Mitfühlens und der Nachdenklichkeit jetzt vorherrscht. Frau Kallo, wieder Terror im Namen Ihrer Religion. Was bedeutet das für Sie als deutsche Muslima mit syrischen Wurzeln? Was war Ihr erster Gedanke gestern Abend? Ja, also bizarrerweise kam ich aus einer Podiumsdiskussion zum Thema IS in Hamburg. Ja, wirklich. Wir haben während der Diskussion natürlich nichts mitbekommen. Ich ging zum Hotel und bekam die erste Nachricht auf mein Handy. Weitere Anschläge in Paris. Ich dachte, das ist jetzt ein schlechter Witz. Das kann gar nicht sein. Das ist ja wie in einem schlechten Film. Und nun, man macht dann die Nachrichten an, man schaut sich die Nachrichten an und dachte, dass wenn es das ist, was man denkt und was ich gerade denke, nämlich, dass es Islamisten waren, dann ist das eine Tragödie, eine Katastrophe. Ein Maß, was erreicht ist und was wahrscheinlich auch noch übertrumpft werden wird, was eigentlich jetzt schon unerträglich und unsäglich ist. Und es ist halt das typisch. Mir war klar, oh je, morgen fängt das Telefon an, wieder an zu klingeln. Man wird sich verrückt reden, es wird immer das Gleiche sein. Wollen Sie sich nicht davon distanzieren? Ich muss erklären, ich möchte mich nicht distanzieren, denn es gibt keine Nähe, um mich zu distanzieren. Nur weil ich Muslimin bin und andere Muslime das im Namen dieses Glaubens machen, heißt das noch nicht, dass ich stellvertretend für all die sprechen kann. Und es ist immer sehr schwierig, da die persönliche Befindlichkeit und vielleicht auch die Angst. Konkret, was sagen Sie denn jemandem, der Sie gleichsetzt, der sagt, alle Muslime sind gleich? Was antworten Sie dem denn, was das für Verbrecher sind, wie Herr Friedmann gesagt hat, die sich auf einen gemeinsamen Gott berufen? Was antworten Sie so jemandem? Solche ist, dann müssen Sie sich ja nicht vorher fragen, welche Anschlagsziele Sie suchen, ob da Muslime zufälligerweise drin sind, sondern ihnen ist es völlig egal, wen Sie umbringen. Mhm. Sie wollen diese Menschen stellvertretend für all die umbringen, die für diese Werte hier einstehen, die für Freiheit stehen, die für Gleichheit stehen, die für Gerechtigkeit stehen. Und dafür stehen ja Muslime eben auch in dieser Gesellschaft. Das heißt, es ist denen noch völlig egal, ob sie jetzt Muslime töten, ob sie Christen töten, Atheisten töten, Franzosen oder Deutsche. Sie wollen töten und damit ein Symbol oder ein Zeichen setzen. Und deshalb müssten wir uns alle angesprochen fühlen. Unabhängig davon, ob ich jetzt Muslim bin und ich mich vielleicht mehr angesprochen fühle. Da müsste man tatsächlich noch mal unterscheiden. Geht ja sogar so weit, dass aus der Sicht der radikalen islamistischen Dschihadisten viele Muslime, die überwiegenden Muslime, auch Ungläubige sind. Ja, weil sie der Glaubensauffassung, dieser strengen, völlig dogmatischen, totalitären Auffassung nicht folgen. Und damit ist es dann eigentlich auch egal, ob man einen in Anführungszeichen gemäßigten Muslim aus Vorstellung dieser Leute trifft, ob es ein Christ, ein Jude, ein Atheist, es ist total egal. Alle Ungläubig, die nicht glauben, wie die Attentäter. Und das ist eine einfache Weltsicht. Herr Friedmann? Ich glaube, dass wir uns auch bewusst sein müssen, dass wir mitten in einer Auseinandersetzung der Frage ist, wie wollen wir leben? Und wer bestimmt darüber, wie wir leben? Und unsere Haltung des Lebens ist der Freiheit zugewandt. Wir können das Humanismus, Aufklärung nennen, aber letztendlich der Freiheit. Als Charlie Hebdo-Anschlag war im Januar, da ging es um die Meinungs- und Pressefreiheit. Als gleichzeitig auch Juden umgebracht wurden, ging es um den religiösen Rassismus und den alten Antisemitismus aus Sicht der muslimischen Extremisten. Jetzt, wo war denn dieser Anschlag? Er war mitten in Paris in einem Zentrum, wo Menschen Musik hören. Es war ein Konzert. Und es war ein Konzert, in dem man natürlich wie in einer modernen Welt getanzt hat und gesungen hat. Es war ein Sportereignis zwischen Deutschland und Frankreich. Und wir wissen von den neuesten Nachrichten, dass einer der Attentäter eigentlich dort auch hereingehen wollte. Dort saß Präsident Hollande und der deutsche Außenminister. Es ging also auch um die Frage des in Anführungsstrichen Freiheitsfeindes Deutschland und Frankreich. Wir müssen darf ich Sie uns, mal ganz wenn kurz wir darüber diskutieren, Herr Friedmann, wirklich darf ich Sie ganz kurz nur den Satz sagen, ich ein kleines wollen, Problem. Wir die Freiheit, wollen wir die Freiheit beschützen oder nicht? Ein kleines Problem, Sie können gleich weiterreden. Sie haben angesprochen diesen Bezirk, dieses 11. Arrondissement, wo junge Menschen leben, wo sie Musik machen, wo sie ausgehen wollen.
Und in Paris steht dort eine Kollegin, die dort lebt. Herzlich willkommen, Susanne Dörhage. Schönen guten Abend. Sie muss gleich weg, deswegen habe ich Sie unterbrochen, Herr Friedmann. Sie leben in Paris und Sie waren gestern Abend unterwegs in Ihrem Viertel. Wann haben Sie gemerkt, was da los ist? Ich lebe nicht nur in Paris, sondern ich lebe genau in dem Viertel, in dem die Anschläge stattgefunden haben. Das heißt, ganz genau mittendrin. Und wir waren gestern Abend in einem Restaurant, wie ganz viele Leute. Also hier sind am Freitagabend ganz viele Leute auf der Straße. Und wir waren nur zufällig nicht an einem von den Restaurants, wo die Anschläge verübt wurden, weil wir auch in diese Restaurants häufig gehen. Und wir haben gemerkt, dass da was passierte, als ganz viele Polizeistreifen vorbeifuhren, als eine Polizeistreife falsch herum in eine Einbahnstraße reinfuhr. Und wir wollten einfach nicht glauben, was da vor sich ging. Denn es kamen Leute an, die weinten, die verzweifelt waren. Und es war eine absurde Szene, weil wir saßen da und wollten eigentlich nur das Fußballspiel, wir waren dann im Café zum Schluss, das Fußballspiel Deutschland-Frankreich weiterschauen und nicht wahrhaben, was da passierte. Und auch zu antworten auf das, was vorher gesagt wurde, wir waren in einem Café, in dem das Kabilen gehört, also Muslimen. Und das heißt, wir haben also das mit denen zusammen erlebt, was da passierte, bis dann die Polizei uns gezwungen hat, alle in unsere Häuser zu gehen, uns gesagt hat, wir sollten uns verbarrikadieren, weil zwei von den Attentätern noch in unserer Straße unterwegs waren und sich wahrscheinlich dann auch noch irgendwo in einem Haus versteckt haben. Wie weit war das Restaurant weg, in dem Schüsse gefallen sind, in dem Menschen gestorben sind? Ja, das Restaurant heißt La Bonne Bière. In diesem Restaurant arbeitet die Frau meines Kameramanns. Und es war so, dass dort durch die Fenster geschossen wurde, dass einer der Kellner gesehen hat, wie Leute auf der hinteren Bank einfach umgefallen sind, das aber überhaupt nicht begreifen konnte, dann durch den Kugelhagel zurückgelaufen ist, sich in die erste Etage, geflüchtet ist und sein Leben retten konnte. Und es war also die absolute Verzweiflung. Das heißt, es ist das Restaurant, was einfach unten an unserer Straße ist, an der Straßenecke. Das heißt, dort, wo wir ständig essen gehen, Kaffee trinken gehen, ja, und in dem Bataclan, also in der Konzerthalle, dorthin gehen unsere Kinder ständig. Das heißt, wir mussten dann auch erst einmal herausfinden, als wir verstanden haben, was da vor sich ging, ob nicht eins von unseren älteren Kindern in dem Bataclan ist. Und danach haben sich dann eben alle Leute zusammen telefoniert, versucht herauszufinden, wo ihre Kinder sind, was eben gerade los ist, ja? ob alle in Sicherheit sind. Ihre Kinder waren nicht betroffen, aber man kennt sich in dem Viertel, nehme ich an. Kennen Sie Opfer? Ja, also wir kennen Opfer über Dritte. Also inzwischen kommen die ersten Informationen. Es sind Freunde von Freunden. Die Kinder sind komplett schockiert, eben weil sie auch die Orte ganz genau kennen. Es ist eigentlich, als hätte das bei ihnen im Wohnzimmer stattgefunden. Denn Paris ist ja eine Stadt, wo man auch sehr viel draußen lebt, wo man sehr viel auf der Straße lebt. Und heute Morgen, also wir haben selber angefangen zu drehen und sind dann auf einen jungen Studenten gestoßen, der saß wie ein kleines Vögelchen vor diesem Restaurant, vor einem von den Restaurants, und starrte nur auf die Erde und hatte eben gestern dann diese Anschläge gesehen. Das heißt, er war hier als Student, will hier studieren, will hier sein Leben anfangen eigentlich. Und das Erste, was passierte, ist, dass er quasi einem Toten, wie er mir sagte, in die Augen sah. Das heißt, er sah dann unter seinem Fenster einen Mann auf der Erde liegen und sah dem in die Augen und war eben komplett schockiert. Und ich glaube, dieser Schock, der wird einfach, das ist wie eine Welle. Ja? Das geht also durch alle, die hier leben, einfach hindurch. Frau Dörhage, wie werden Sie sich jetzt verhalten in Paris in der kommenden Zeit? Werden Sie weiter ausgehen? Was sagen Sie Ihren großen Kindern, wenn die abends doch mal wieder feiern gehen wollen? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich glaube, ich kann die für mich selber so beantworten, dass ich sage, wie meine Nachbarn, wie alle Leute, die wir heute Morgen gefragt haben, dass man auf keinen Fall diesem Terror nachgeben darf. Und in dem Moment, wo man nicht mehr ausgeht, gibt man dem Terror nach. Und das führt dann schon dazu, dass man sich damit beschäftigt und einfach vielleicht einem einfach bewusst wird, dass man eben sterblich ist, ja? Dass es eben sein kann, dass man stirbt. Für sich selber kann man diese Frage relativ einfach beantworten. Das wird wesentlich schwieriger bei den Kindern. Die größeren Kinder sind erwachsen, die beantworten das auch für sich selber. Wir haben auch noch zwei Kinder, die
kleiner sind, 13 und 14. Und da ist es wirklich, wirklich eine sehr schwierige Frage, weil verbieten wir denen jetzt, am Canal Saint-Martin zu sitzen? Das ist ein Kanal ganz in der Nähe von diesen Restaurants, wo an etwas wärmeren Abenden tausende Jugendliche sitzen, zusammensitzen, friedlich quatschen, reden, trinken, essen. Verbieten wir denen jetzt, dorthin zu gehen? Ja? Wahrscheinlich nicht. Haben Sie heute? Ich glaube nicht. Haben Sie heute? Ich glaube, dass die meisten Pariser... Sie sind dran. Ja, ich sagte, ich glaube, dass die meisten Pariser entscheiden werden, dass sie ihren Lebensstil nicht ändern. Wahrscheinlich wird man sich mehr umsehen, wahrscheinlich wird man irgendwie aufmerksamer sein, aber ich glaube, dass die meisten Leute versuchen werden, nichts zu ändern oder so wenig wie möglich. Frau De Hage, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute Abend Zeit für uns hatten. Dankeschön. Herr Friedmann. Ich wollte vielleicht auch im Zusammenhang dessen, was wir gerade gehört haben, folgende Gedanken noch mal formulieren. Die Trennlinie geht doch nicht zwischen Muslimen und anderen, sondern zwischen Menschen, die in Freiheit leben wollen. Davon gibt es viele bei Muslimen, bei Juden, bei Christen, bei Nichtgläubigen und Menschen, die diese Freiheit so nicht ertragen und wollen und mit Terror und mit verbaler und körperlicher Gewalt Angst machen. Und das Verteidigen diese Idee findet ja nicht nur im Westen statt. Es ist ja keine westliche Idee an sich, die Freiheit zu genießen und zu leben und der Mensch zu sein, der man sein will. Das haben Sie in Afrika, im Nahen Osten. Die Auseinandersetzung ist eine globale Frage. Wie positionieren sich Menschen, die aus Diktaturen raus wollen? Wie positionieren wir uns, die wir das Geschenk der Freiheit schon haben, um dieses Geschenk lebendig sein zu lassen? Und das, was wir hier erleben, ist, die einen wollen töten und damit unsere Lebensweise, diese Hoffnung auf Freiheit und Individualität töten. Und wir müssen dagegen halten. Und Angst ist immer ein schlechter Ratgeber und das ist genau das, was jetzt hier passiert. Wir werden eingeschüchtert, wir haben Angst, wir haben nicht zu Unrecht Angst, aber wir müssen dann, auch ich, auch jeder, der hier sitzt, auch Sie, eines Tages sehr bald uns wieder die Frage stellen, wenn wir jetzt nachgeben, dann bedeutet das, dass man mit einem Minimum an Gewalt ein Maximum erreicht hat, nämlich, dass wir unsere Freiheit nicht mehr leben. Herr Bedford-Strom. Ja, ich glaube, es hat mich jetzt eben sehr beeindruckt, was wir aus Paris gehört haben. Und es ist ja etwas, es sind ja Fragen, die wir uns alle stellen. Wie können wir weiterleben? Wie können wir mit dieser Angst, mit dieser Furcht umgehen? Und ich glaube, dass die Quelle dafür, dass wir eben trotzdem Lebensfreude behalten können, dass wir nicht immer darauf starren müssen, was passieren könnte, dass die Quelle dafür eine tiefe Dankbarkeit für das Leben ist. Dass wir wirklich die Kostbarkeit unseres eigenen Lebens auch immer wieder wahrnehmen. Es gibt einen Psalm, in Psalm 90, da heißt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Für mich war das nie ein bedrohlicher Satz, sondern ein Satz, der Mut macht zur Wahrnehmung der Kostbarkeit des Lebens. Mein Herz hat Ihnen gerade zugestimmt, dann hat mein Kopf gesagt, ist das das richtige Mittel für Menschen oder gegen Menschen, die das Heil erst nach dem Tod versprochen bekommen. Also ich denke auch... Darf ich anfangen? Das ist jetzt natürlich auf einer ganz anderen Ebene. Ich habe gesprochen über die Frage, wie gehen wir eigentlich mit der Unsicherheit des Lebens um? Die ist ja nicht nur bedingt durch die Möglichkeit solcher Anschläge. Die ist ja auch bedingt durch persönliche Katastrophen, die uns widerfahren können. Wenn es um die Frage geht, wie gehen wir mit Terroristen um, wie gehen wir mit Mördern um, dann müssen wir über ganz andere Dinge reden. Dann müssen wir über die Frage reden, wie man den Nährboden für solchen Terrorismus, für solchen Fanatismus, wie man den Nährboden beseitigt. Und das ist eine ganz andere Frage. Frau Klöckner, Frankreichs Präsident Hollande hat heute von einem Kriegsakt gesprochen und von einem erbarmungslosen Zurückschlagen. Kanzlerin Angela Merkel hat ihm jedwede Unterstützung versprochen. Was heißt das? Befindet sich Deutschland jetzt auch in einem Antiterrorkrieg? Also ich denke, dass es verschiedene Ebenen jetzt gibt in dieser Diskussion. Das, was Herr Bedford-Strom sagte, ist die Metaebene. Das wird sicherlich in dem aktuellen Moment Menschen, die Angst haben, die jemanden verloren haben, die auch Angst vor Folgeanschlägen haben, sicherlich bedingt nur helfen. Und da gibt es verschiedene Arbeitsteilungen auch zwischen uns. Das heißt auch, was Politik machen muss. Ich bin vorsichtig mit dem Begriff Krieg. Weil es genau das ist, was Herr Friedmann eben auch sagte, dass man mit einem minimalen Einsatz plötzlich so etwas Großes wie Krieg, ein
komplett Chaos und ein komplett Unsicherheitszustand dann hervorrufen kann. Ich sehe uns nicht im Krieg. Ich sehe uns aber durchaus an einem Scheideweg. Und es geht darum, was kann Staatsmacht tun? Was heißt das? Ihre Frage ist ja gewesen, was heißt das auch, diese Zusicherung von Angela Merkel, diese Zusicherung auch von Thomas de Maizière, dass es gemeinsame verstärkte Grenzkontrollen gibt, auch zu Frankreich. Frankreich hat Unterstützung von uns angefordert. Auch das findet statt. Wir haben einige Namen durch Fahndungsdateien laufen lassen. Es gibt Abgleiche, vor allen Dingen auch islamistische Gefährder, die schon im Blick sind. Unsere Nachrichtendienste, die werden natürlich verschärft auch verfolgt. Natürlich gerät nicht alles an die Öffentlichkeit, aber es ist nicht so, dass der Staat nicht wehrlos ist. Frankreich engagiert sich, lässt Kampfflugzeuge fliegen, lässt einen Flugzeugträger auslaufen. Deutschland tut das nicht. Herr Schmidt, ich frage Sie mal, Frankreich kämpft eben militärisch gegen den IS. Und der IS wiederum sieht das, was er in Paris gemacht hat, was er behauptet gemacht zu haben, als Rache für das, was Frankreich gemacht hat. Heißt dann eben auch, ich frage Sie das jetzt, Solidarität mit Frankreich. Heißt das auch, sich aus der Deckung wagen und nicht nur an Grenzen operieren und Namen durch Computer laufen lassen? Na, möglicherweise beginnt ja der Krieg auch noch mal ein paar Meter vorher. Also die Bilder, die wir aus Paris gesehen haben, aus den letzten Stunden, da war ja auch in Paris, in der Innenstadt, das war ja nicht mehr nur Polizei, was da auf der Straße war. Das waren ja Soldaten unter Waffen, die dort teilweise auch die Sicherung gemacht haben, was übrigens zur interessanten Diskussionen und Situationen führen kann. Sollten wir in Deutschland eine solche Situation bekommen, dann stehen wir vor einem Füllhorn von Problemen, die mit dem Föderalismus, aber dann eben auch mit der Frage zu tun haben, was wäre eigentlich, würde man die Bundeswehr in so einer Situation im Innern brauchen. Aber damit will ich jetzt gar nicht anfangen, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Die Frage, wie man mit dem sogenannten Islamischen Staat und bitte immer sogenannter Islamischer Staat umgeht, ob man ihn überhaupt militärisch bekämpfen kann. Das ist ja eine sehr umstrittene Diskussion auch der vergangenen Monate gewesen. Und da ist nach meinem Eindruck bis vor wenigen Wochen auch eine Menge Unehrlichkeit auch bei den sogenannten Koalitionspartnern gewesen. Weil nach meinem Eindruck die Wahrheit ist richtig, militärisch kämpfen werden sie gegen diesen sogenannten Islamischen Staat nur mit Bodentruppen können. Sie werden massiv Truppen in das Land reinbringen müssen. Dazu ist nach meinem Eindruck noch keiner so richtig bereit. Und vermutlich ist das eine Auseinandersetzung, die dann wieder genau in dieses Problem hineinläuft, wie frühere Auseinandersetzungen in Afghanistan, im Irak und anderswo, dass man wirklich sich fragen muss, wie weit das militärisch eigentlich zu treiben ist, damit man einen Erfolg bekommt. Frau Kado? Ja, ich kann Ihnen da nur beipflichten. Ich glaube auch, wir müssen uns inzwischen überlegen, was wir auf internationaler Ebene tun. Es ist ja nicht nur ein nationales Problem. Das ist es definitiv. Das ist eine Herausforderung, die müssen wir auch angehen. Aber international ist das noch eine viel größere Herausforderung. Und ich glaube auch, und das sage ich als syrischstämmige Deutsche, die betroffen ist davon, also jedenfalls familiär, dass wir hätten schon 2011 diese Frage anders entscheiden müssen, dass sie es eben doch hätten machen sollen, dort Bodenoffensiven hinzuschicken. Denn damals war der IS noch längst nicht so stark, wie er heute ist. Also es ist auch ein Versagen der internationalen Politik. Und ich glaube, wenn wir irgendwas machen können auf dieser internationalen Ebene, dann sollten wir tatsächlich Bodenoffensiven starten. Obwohl ich sonst nie dafür bin, den Krieg anzustiften oder geschweige denn, mich dafür positiv auszusprechen. Aber ich glaube, dass dieses Übel dort unten muss bekämpft werden, um ein Stück weit auch dafür zu sorgen, dass die Zuwanderung von hier, von jungen Kriegern aus Deutschland, aus Europa, aus Frankreich, endlich mal unterbunden wird. Das wird ja immer attraktiver für die. Wenn die eben jetzt auch noch damit werben, dass wir, tja, Europa, die Europäer knien jetzt auch schon vor uns nieder, dann ist das ja schon wieder neues Propagandamaterial. Und da, ich glaube, das müssen wir eben auch effizient irgendwie unterbinden. Herr Friedmann, in seinem Bekennerschreiben hat der IS auch Deutschland als Kreuzfahrernation bezeichnet. Wenn wir genauso auch Anschlagsziel sein können, wie Herr Schmidt und andere Terrorexperten das genannt haben, heißt das auch, dass wir uns genauso verhalten müssen wie Frankreich? Also wir sollten jetzt nicht so tun, als ob die Franzosen die einzigen seien, die in der arabischen Welt militärisch engagiert seien. Das ist eine militärische Auseinandersetzung. Ich weiß nicht, ob man den Begriff Krieg anwenden muss, weil diejenigen, die Krieg erlebt haben, übrigens auch in Syrien und anderswo, würden uns wirklich beschimpfen, dass wir uns anmaßen, mit unserer Lebensrealität heute schon von Krieg zu sprechen. Aber natürlich sind wir militärisch engagiert. Die deutsche Bundesregierung hat gerade wieder beschlossen,
beschlossen, die Verteidigungsministerin, dass wir in Afghanistan mit der deutschen Bundeswehr bleiben. Dort haben wir Taliban-Anschläge. Es geht ja nicht nur um den sogenannten IS. Es geht um die Hisbollah, um die Hamas, um die Taliban. Und es geht natürlich auch um die Frage, wer finanziert das eigentlich? Wer macht die Logistik für all diese Mörder, die dann mit ihrer Körperlichkeit sich selbst opfern und dann Menschen zu Tode bringen? Das sind Länder wie Katar, wie Saudi-Arabien, wie Iran. Wie verhalten wir uns politisch gegen solche Länder? Und natürlich ist Deutschland... Nur politisch oder müsste nicht auch mancher Vorstandsvorsitzende sich überlegen... Aber Sie reden bei mir offene Türen ein. Darf ich den Satz noch zu Ende sprechen? Ob er am Montag nicht Handelsverträge kappt und sagt... wir müssen leider auf ein Stück Gewinnkuchen verzichten. Sie rennen bei mir offene Türen ein. Wir müssen auch ein Stück Ehrlichkeit wieder herschaffen. Wir sprachen im Westen, gerade in Europa, in Deutschland, von dem arabischen Frühling. Und dabei war es der Zusammenbruch aller Strukturen. Frankreich hat in Libyen interveniert. Wir haben alles verdrängt und sind jetzt aufgrund der Menschen, die zu uns flüchten, plötzlich gezwungen, uns dieser Region wieder zu widmen. Es ist die große Frage, die die Politik und zwar sehr bald entscheiden muss, weg von der Heuchelei hin zu einer klaren Analyse. Natürlich sind militärische Reaktionen nicht ausreichend. Auch mit Bodentruppen werden sie Terrorismus nicht bekämpfen. Aber die Frage, wo man politisch deutlicher Signale setzen kann, das ist eine Frage. Und an dem Punkt hat Präsident Hollande recht. Zu glauben, es seien die Franzosen alleine, ist eine Selbsttäuschung, eine Täuschung auch gegenüber der deutschen Bevölkerung. Wir sind mitten in dieser Frage, die im Nahen Osten ganz direkt ausgespielt wird. Wir haben Failed States, wir haben Flüchtlingsbewegungen, die nicht aufhalten. Was Failed States sind? Failed States sind Staaten, in denen überhaupt keine Regierungsgewalt, keine Staatsgewalt mehr besteht. Es gibt überhaupt keine. Sie wissen nicht, wo Sie anrufen können. Ja, nicht nur, wo Sie anrufen können. Auch innerhalb des Landes gibt es überhaupt nicht mehr so etwas wie Polizei und Ordnung. Es sind Staaten, die diesen Begriff nicht mehr verdienen. Und natürlich diese globale Welt, und wir sehen das ja an den Flüchtlingsströmen, ist so klein geworden, dass zu glauben, wir hätten damit nichts zu tun, eine Illusion ist, die auch jetzt durch den Anschlag wieder desillusioniert wurde. Ich möchte gleich unsere Zuschauermeinungen auch Fragen hören. Vorher noch Herr Bedford-Strom. Ja, ich möchte schon sagen, dass wir jetzt auch aufpassen müssen, dass wir die Möglichkeiten militärischer Gewalt nicht überschätzen. Ich würde sowas nicht ausschließen, wenn es wirklich vor Völkermord schützt, wenn es Menschen, die akut bedroht sind, tatsächlich zu schützen, in der Lage ist. Ich habe mich selbst vor einem Jahr bei meinem Besuch im Nordirak auch so geäußert. Habe plädiert für eine UN-Schutzzone dort im Nordirak, damit diese Menschen, die wirklich unmittelbar vom IS bedroht sind, damit die geschützt werden. Leider sind die Vereinten Nationen bisher nicht aktiv geworden. Aber man muss auch sagen, es gibt ja viele, viele Faktoren, die dazu geführt haben, dass wir in dieser Situation sind. In dieser Situation sind die extrem unübersichtlich sind und bei der jedenfalls für mich überhaupt nicht klar ist, durch welche militärischen Aktionen diese Gewalt wirklich zu Ende gebracht werden kann. Und deswegen müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass wir nicht wie in so vielen Fällen vorher der militärischen Gewalt jetzt alles zutrauen. Lasst uns hoffen auf den Erfolg der Gespräche in Wien. Im Moment ist ja eine Situation da, wo aus der Politik jetzt diplomatische Initiativen endlich kommen. Und wenn die Länder zusammenhelfen, dann eröffnen sich auch neue Perspektiven, die Waffenlieferungen endlich zu beenden, die finanziellen Ströme, die den IS stärken, zu stoppen. Wenn Sie gucken könnten, wie der Mann zur Rechten, Herr Schmidt, skeptisch guckt. Es zuckt in mir, um Ihnen zu sagen, das Problem liegt doch darin, dass wir gerade durch die militärischen Erfolge des sogenannten IS eine Attraktivität dieser Struktur für junge Leute haben, die aus ganz unterschiedlichen Gründen, häufig möglicherweise sogar lösbaren Gründen hier in unserer Gesellschaft trotzdem sagen, wir wollen dahin. Und die wissen in der Regel mehr oder weniger genau, worauf sie sich da einlassen. Möglicherweise sind viele von ihnen am Anfang naiv und halten das Ganze für ein Abenteuer und merken dann im Laufe ihrer Reise dorthin, dass das eine lebensgefährliche Fehlentscheidung gewesen sein könnte. Aber das Attraktive da drin ist, neben einer sehr geschickten Propaganda, die übrigens mit allen Regeln bricht, die die Ideologie ansonsten hat. Eigentlich möchte man leben wie die Vorfahren und möchte alle Technik ablehnen, aber die Propaganda ist vom Feinsten und mit bester Elektronik gemacht. Da möchte man hin, das findet man großartig und man ist beeindruckt davon, welche militärischen Erfolge, welche Landgewinne, welche Strukturen sich dort aufzutun scheinen. Und solange das nicht zurückgefahren wird, solange Jugendliche nicht begreifen, dass das ein Versagermodell ist, dieser sogenannte Islamische Staat, solange wird man, glaube ich, auch bei der Rekrutierung
Rekrutierung von jungen Leuten keine wirklichen, oder gegen die Rekrutierung von jungen Leuten keine wirklichen Erfolge haben. Was die Anschläge von Paris für die Stimmung in diesem Land, für die Haltung gegenüber Flüchtlingen bedeutet, darüber wollen wir gleich reden. Jetzt erstmal unsere Zuschauer. Brigitte Büscher hat den Überblick. Brigitte. Ja, auch die letzten Stunden haben unsere Zuschauer schon auch sehr bewegt. Sie haben das sehr genau verfolgt. Das kann man ganz deutlich lesen bei uns im Gästebuch bei Facebook und auch das, was getwittert wird. Aber trotzdem sind unsere Zuschauer da nicht im Schock und sprachlos, sondern sie können ihre Trauer auch in Worte fassen und auch ihr Entsetzen. Und ich beginne mit der Meinung von Daniel Kupo. Er schreibt bei Facebook: Meine Trauer und mein Mitgefühl gelten allen Opfern und den Verletzten in Paris. Und ein Tweet von Franz Bremer, er schreibt: Die Franzosen sind heute still, weil ihr Herz weint, aber sie können sich sicher sein, wir stehen zu ihnen. Diese Angst ist nicht nur in Paris, sondern sie ist auch hier, kommt vielleicht vor die eigene Haustür. Darüber machen sich unsere Zuschauer auch Gedanken. Marion Reinertz hat uns eine E-Mail geschrieben heute Nachmittag und sie sagt: Wir sind entsetzt und von Angst erfüllt. Paris ist so nah und wir haben Familie dort. Wir leben in Bergisch Gladbach, sind gern in Köln. Kann man sich noch trauen, über die Domplatte oder in die Philharmonie zu gehen? Wir haben es Ihnen schon mal angesprochen, Herr Schmidt. Wie würden Sie diese Frage beantworten? Ja, ich würde mitgehen. Danke. Ja, die Frage Angst vor dem Fremden, vielleicht auch Angst vor den Flüchtlingen, auch noch mal ein Blick auf die Flüchtlingspolitik. Und eben hat ein Zuschauer es bei Twitter formuliert, dieser Flüchtlingszustrom könnte sowas sein wie ein trojanisches Pferd für den Terror. Und ähnliche Meinung von Uwe Kaufmann, er schreibt bei Facebook: In dieser Situation muss man auch mal an sich selbst denken. Da hilft kein Gutmenschentum mehr. Angriff ist die beste Verteidigung. Grenzen zu besser kontrollieren, das Elend dort halten, wo es entsteht. Widerspruch von unserer Zuschauerin Andrea Schmitz. Sie schreibt bei Facebook: Was sollte Grenzen schließen denn nützen? Im Zweifel sind die potenziellen Täter bereits seit Jahren hier und radikalisieren sich im Land. Diejenigen, die gerade vor dem Terror zu uns flüchten, werden wohl eher nicht zu Attentäter werden. Ja, nochmal zurück zu dieser aktuellen Situation, dass die Menschen einfach auch sehr trauern und wir darauf reagieren. Ein Tweet von Florian Mörtel, er schreibt: Das Andenken der Opfer darf nicht zu noch mehr Gewalt durch Fremdenhass und Ausgrenzung führen. Und in welchem Europa wollen wir leben? Mit welchen Werten vor allen Dingen wollen wir leben? Und im Gästebuch schreibt unsere Zuschauerin Renate Horn: Wir dürfen keinen einzigen Millimeter zurückweichen, denn unsere Vorfahren mussten diese Freiheiten, diese Kultur und dieses Rechtssystem sehr hart erkämpfen. Wir sollten es nun nicht dem Mittelalter überlassen. Danke, Brigitte, für diesen Überblick. Vielen Dank. Ich möchte jetzt hier weitermachen mit einer Zuschauerstimme von heute. Eine Stimme, die offenbar stellvertretend für viele steht, wie eine neue Umfrage zeigt. Unser Zuschauer Harald Dietz hat uns heute geschrieben: Ich habe Angst. Deutschland, ein Land, das bisher für Bürokratie und Sicherheit und Ordnung stand, ist jetzt ein offenes Land für jedermann geworden. Keine Kontrollen an den Grenzen, Aufnahme von Millionen Flüchtlingen in kürzester Zeit. Beste Möglichkeiten für Terroristen, sich unter diesen zu verstecken und neue zu rekrutieren. Das muss endlich aufhören. Morgen ist es vielleicht schon Berlin, Hamburg oder Köln. Eine Angst, die viele Menschen schon vor den Anschlägen hatten. Die Hälfte der Deutschen gab im ARD-Deutschland-Trend Anfang November an, dass es ihnen Angst macht, dass so viele Flüchtlinge ins Land kommen. 75% dieser Menschen befürchteten schon vor den Anschlägen von Paris, dass die Terrorgefahr in Deutschland steigt. Drei Viertel, 75% vor den Anschlägen von gestern. Frau Klöckner, die Zahl wird noch steigen. Welche Chance haben Sie als Politikerin gegen dieses Angstgefühl, was teilweise auch durch Fakten genährt ist, natürlich anzukämpfen? Ja, erstmal geht es um die eigene Verantwortung auch der Politiker, die gefragt werden, wie von Ihnen oder von anderen, dass wir Ressentiments nicht weiter schüren, Ängste nicht weiter schüren, dass wir auch deutlich machen, in Relation setzen. Wenn ich einige dieser Tweets lese, dass plötzlich Menschen in unser Land kommen könnten, das war schon immer so. Es konnten schon immer Menschen in unser Land, die es nicht gut mit uns gemeint haben. Aber es heißt auf der anderen Seite auch, dass wir nicht jeden, der Ängste hat und diese formuliert, sofort als Fremdenfeind oder aus Ausländerhasser abstempeln. Weil dann reden diese Menschen gar nicht mehr, zumindest nicht in der Mitte der Gesellschaft, dass man ihnen auch in der Mitte der Gesellschaft eine klare Antwort geben kann. Ich halte es aber auch für wichtig, dass wir das, was wirklich für uns verteidigungswert ist, das heißt, nicht nur Freiheit ist sehr abstrakt, aber die Gleichberechtigung,
Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Religionsfreiheit, dass homosexuelle Paare legal hier auf offener Straße laufen können, dass diese Zumutung, die müssen wir weiterhin auch wagen und nicht aufgrund von kultureller Vielfalt sagen, na ja, da gucken wir jetzt mal zur Seite. Aber eines zum Schluss will ich wirklich deutlich sagen. Es kommen so viele Menschen zu uns, die just vor diesem Terror, den wir jetzt in Frankreich erlebt haben, ja geflohen sind, die tagtäglich wirklich diesen Terror und auch Krieg erlebt haben. Und da glaube ich, ist es nicht zu viel für den Intellekt, sich da auch ein paar Gedanken zu machen und nicht in Pauschalitäten dann zu verfallen. Jetzt lege ich mal nach, was vielleicht auch einer Ihrer Wähler tun wird, der sagt, ich habe es doch gehört, heute kam eine dpa-Meldung, mit aller Vorsicht zu genießen, einer der mutmaßlichen Attentäter von Paris könnte mit dem Flüchtlingsstrom von der Türkei über Griechenland eingereist sein. Es ist ein Pass gefunden worden, das kann natürlich auch eine Finte sein. Noch ist es eine Nebelwand, müssen wir ganz offen sagen. Es ist eine Nebelwand, deswegen sage ich das mit aller Vorsicht, es könnte eine Finte sein. Es könnte aber auch eben genau diese perverse Taktik sein, sich als Flüchtling registrieren zu lassen und dann mitzuschwimmen. Sie wissen nicht, wir wissen nicht, wer in diesem Land ist. Was sagen Sie Leuten, die dann sagen, ja, wenn wir nicht wissen, wer hier sind, dann kann ich auch nicht weiter zuhören, wenn mir jemand sagt, du brauchst keine Angst zu haben. Nein, das sage ich. Ich sage ja weder, wir haben alles im Griff, noch, dass es hundertprozentige Sicherheit gibt, noch, dass keiner Angst haben muss. Ich sage aber, dass eine freie Gesellschaft gewisse Risiken hat. Ich will keinen Polizeistaat haben. Und auf der anderen Seite haben wir eine Polizei, haben wir die Zusammenarbeit, die internationale Zusammenarbeit, übrigens auch der Nachrichtendienste. Diejenigen, die zum Beispiel fordern, den Verfassungsschutz abzuschaffen, die sind nicht von dieser Welt, will ich auch ganz offen sagen. Wo Menschen sind, werden Fehler gemacht und wir werden nie wirklich das komplette Reich Gottes auf Erden komplett bekommen, vielleicht den Anbruch dessen. Aber ich kann doch nicht die Antwort geben. Ich will eure Freiheit dadurch retten, indem ich sie derartig beschneide, dass wir nachher diesen Zustand haben, den die Terroristen genau hervorrufen wollten. Herr Friedmann. Man muss sich, wenn man Frau Glöckner zugehört hat, auch vergegenwärtigen. Erstens, es gibt sehr viele deutsche Staatsbürger, die ebenfalls mit der Toleranz große Probleme haben, auch homosexuelle Paare nicht gerne zur Kenntnis nehmen, auch ganz bestimmte Freiheitsrechte bekämpfen. Die zweite Bemerkung, man muss sich wirklich darüber bewusst sein, dass die Mehrzahl der Menschen, die in den letzten Monaten geflohen sind ebenfalls vor dem IS-Terror. Und dass sie Opfer dieses Terrorismus sind und ihre Familien teilweise bereits auch mit dem Leben bezahlt haben, weil sie sich, wie Sie gesagt haben, etwas moderner in ihrer Lebensform bewegen wollten. Und die dritte Bemerkung, jede Vermischung zwischen dem, was dieser Terrorismus bewegt und andererseits Menschen, die fliehen, ist eine Möglichkeit für Rechtspopulisten, die ebenfalls Menschenhasser sind. Man muss es doch einmal aussprechen. Nazis, Neonazis, ob sie aus der bürgerlichen Mitte oder mit Springerstiefeln in Deutschland, also deutsche Staatsbürger unterwegs sind, hassen auch Menschen, diskriminieren Menschen. Jeden Tag brennen Asylantenheime. Das sind auch Angriffe, die Gott sei Dank bisher kein Todesopfer gefunden haben. Wenn wir das vermischen, spielen wir wiederum Extremisten in die Hände. Und ich glaube, dass man... Sie sagen, wenn wir das vermischen, Herr Friedmann, der Wähler entscheidet, ob er vermischt oder aber ich nicht. Ich muss doch nicht jedem Wähler und jeder Umfrage hinterherlaufen. Ich erwarte von der Politik, dass sie auch da Kante zeigt, auch mit dem Risiko, dass sie Stimmen verlieren. Das ist auch Aufgabe der Politik. Wir können ja wie in einem Laborversuch sehen, obwohl Frankreich ist nicht gleich Deutschland, was passiert mit dem Front National. Es sind Regionalwahlen im Dezember. Was bedeutet das für diese Regionalwahl? Was bedeutet das für Frau Le Pen? Wird der Rechtsruck noch extremer ausfallen? Ja, natürlich wird man in Frankreich, wo bereits auch demokratische Wahlen, die Salonfähigkeit bringen, dass man rassistisch und nationalistisch argumentieren kann. Es wird ja Auftrieb geben. Wir haben es doch schon in Polen, wir haben es doch schon in Ungarn, wir haben es doch schon in Tschechien. Wir beklagen doch gerade, dass Rassismus legitimiert und legalisiert wird durch demokratische Wahlen. Nichtsdestotrotz bleibe ich bei der These, dass sich dem anzupassen ein Fehler ist. Wir müssen dagegenhalten. Auch das ist eine Diskussion über Freiheit. Ich finde, dass wir gute Argumente
Argumente haben. Und wenn die Menschen momentan Angst haben, ja, ich nehme sie zur Kenntnis. Aber nicht um den Preis, dass ich viel zu früh und freiwillig diesen Menschen hinterherrenne. Ich will mit ihnen streiten. Ich will ihnen erklären, Freiheit hat ein Risiko, deswegen hat einen Preis, aber es ist es wert. Herr Bedford-Sturm, deswegen ist es so wichtig, welche Worte wir in der Öffentlichkeit gebrauchen. Denn Worte können vergiften. Oder Worte können Empathie hervorrufen. Deswegen, glaube ich, haben alle Menschen, die öffentlich über dieses Thema reden, eine ganz große Verantwortung. Wenn in dieser jetzt hier zutreffend beschriebenen Situation in der Politik Worte gebraucht werden, die die Ängste der Menschen verstärken, anstatt zu einer Besonnenheit zu führen. Meinen Sie Herrn Schäuble, der von Lawine gesprochen hat? Das Wort Lawine ist, das ist jetzt kommentiert worden, genug kommentiert worden, ist sicher kein glückliches Wort. Ob man das jetzt ihm vorwerfen muss, dass er das irgendwie bewusst so gebraucht hat, da habe ich meine großen Zweifel. Nicht jedes Wort ist wohl abgewogen. Da wäre ich jetzt barmherzig. Aber das solche Worte auch Wirkungen hervorrufen können, die sich schlecht auswirken können. Das muss man, glaube ich, schon festhalten. Und deswegen ist es auch richtig, dass, wenn wir solche Worte hören, dass das auch kommentiert wird und wir sozusagen da zur Vorsicht mahnen. Ich glaube, dass es jetzt wirklich darauf ankommt, dass das, was öffentlich gesagt wird, immer wieder zurückgebunden wird an die Rationalität, muss man da wirklich sagen. Dass also, wenn Vorschläge gemacht werden, man nicht verstärkt solche Gefühle des Überflutetwerdens und der Bedrohung, sondern dass man sagt, was funktioniert jetzt? Dann habe ich jetzt die ein Beispiel. Des Rechts gut, wiederherzustellen, Sie haben ist eben ja Barmherzigkeit walten lassen gegenüber Herrn Schäuble, der von einer Lawine gesprochen hat, sehr kalkuliert, auch von einem Skifahrer oder einer Skifahrerin, der diese Lawine auslösen kann. Ein Schelm, der dabei an Frau Merkel denkt, mit dem Satz, wir schaffen das. Ich spiele Ihnen ein konkretes Beispiel vor von heute. Es ist von Horst Seehofer, der, wenn man genau hinhört, etwas sehr Spezielles fordert. Dann sagen Sie mir doch bitte, ob er dieses Vorsichtsgebot missachtet oder ob er etwas tut, was sehr sinnvoll ist, vielleicht auch, um einen rechten Rand abzugraben. Schauen Sie sich das mal an. Nachdem wir ja sehr viel Zuwanderung in unser Land haben, müssen wir auch überlegen, wie wir noch schaffen können, dass wir wissen, wer bei uns im Lande ist, wer bei uns durchs Land fährt. Viele tauchen ja ab und deshalb müssen wir sehr, sehr schnell, da haben wir nicht Wochenzeit, das muss in Tagen geschehen, festlegen, wie dies jetzt mit den Grenzkontrollen in Europa und auch an unseren Binnengrenzen weitergeht. Wir müssen wieder Klarheit haben, wer bei uns im Lande ist, wer durch unser Land fährt. Ich glaube, das ist ein ganz normales Anliegen eines Staates. Heißt aber übersetzt, Grenzen so dicht zu machen, dass eine Kontrolle möglich ist, Herr Bedford-Sturm. Ist das das, was unter Ihr Vorsichtsgebot fällt oder nicht? Also über die Frage der Worte bin ich mit Horst Seehofer schon länger im Gespräch, durchaus auch im kritischen Gespräch, aber mit wechselseitigem Zuhören. Das, was wir eben gehört haben, das halte ich jetzt nicht für ein Problem. Denn die Frage, dass Flüchtlinge registriert werden sollen, das ist ja eine völlig berechtigte Frage. Das ist ja auch für die Flüchtlinge nicht gut, wenn sie hier ins Land kommen und als Illegale hier sind. Herr Bedford-Sturm, sie müssen ja zu essen bekommen. Das ist ein schöner Satz, den Sie da sagen. Das können Sie aber nur, wenn Sie Grenzen dicht machen, wenn Sie sie so gestalten, dass man kontrollieren kann. Registrierungszentren, die darauf beruhen, dass die Menschen wissen, sie werden dort gut behandelt, anstatt sozusagen dahin zu gehen und zu wissen, man wird zurückgeschickt automatisch. Das ist was ganz anderes. Registrierungszentren, die helfen dazu, dass Menschen versorgt werden können, die befürworte ich. Herr Schmidt, ich glaube, es geraten Dinge durcheinander, dass wir wissen müssen, wer ins Land kommt, dass wir wissen müssen, wie viele Menschen letztlich dann auch wo in Deutschland hinkommen. Das ist aus vielen Gründen wichtig und es ist, glaube ich, in der Tat auch nicht gut, dass das jetzt über Wochen unkontrolliert gelaufen ist und das wird uns, glaube ich, an vielen Punkten von Sozialversicherungssystemen über kommunale Strukturen noch eine ganze Weile beschäftigen, bis das wieder halbwegs sortiert ist. Wir kommen aber ja gedanklich von der Frage, ob dieser unkontrollierte Zustand eine Gefahr mit Blick auf den Extremfall, auf die islamistischen Terroristen ist. Und da bin ich doch ausgesprochen skeptisch, dass man an diesem Punkt der
Frage der Kontrolle, wer kommt, der Frage, wer ist denn schon da, dass man da viel erreichen kann. Denn die, die mit dieser kriminellen Energie kommen, die die Ausbildungen genossen haben, die die Logistik kennen, die wissen, was Konspiration, also heimliche Tätigkeiten und Strategien kennen, die werden es auf einem anderen Weg sowieso schaffen. Und wenn wir uns an frühere Zeiten erinnern, als wir in Europa selbstverständlich noch ganz harte Landesgrenzen hatten, wenn wir uns an die Zeiten früherer Terroristen der 70er und 80er Jahre erinnern, dann wissen wir inzwischen auch aus dem, was wir aus den Unterlagen der Stadtsicherheit wissen, dass die fröhlich gereist sind über alle Grenzen, die damals als total sicher und überwacht und mit Visum und was nicht alles. Und man hat es eben trotzdem geschafft, weil man Terrorist war, weil man Ausweise gefälscht hat, weil man Strategien kannte, weil man Helfer hatte. Das wird doch hier nicht viel anders werden. Die Frage Kontrolle, ja, stimme ich zu. Es ist wichtig, aber aus ganz anderen Gründen. Ein Sicherheitsfaktor für den Bereich Terrorismus im Sinne der Anschläge von gestern, da würde ich dieses Problem nicht besonders... Ja, das ist der Kontext, der das Problem ist, dass er das in diesem Kontext genannt hat. Dass wir hier natürlich die Flüchtlinge schnell registrieren müssen, ich glaube, eben, das ist doch eben klar. Ich glaube, aber dass er das im Kontext dessen gesetzt hat. Keine Abschottung, aber natürlich Registrierung, damit die Leute auch gut versorgt werden. Ja, das ist aber unabhängig davon zu sehen. Ob jemand gut versorgt wird oder nicht versorgt wird, erstmal, auch wenn jemand nicht gut versorgt ist, rechtfertigt das nicht das Morden anderer Menschen. Es kommen keine Heiligen zu uns ins Land. Es kommen Menschen mit allen Höhen und mit allen Tiefen. Es gibt auch viele, die wollen überhaupt nicht. Einige. Ja, ist ja in Ordnung, da haben wir ja schon genug zu tun mit. Ja, und das ist die Frage, ob wir dann sagen, wir sind gerne offen, um dann noch ohne Registrierung von weiter voranzuschreiten. Und deshalb ist es vollkommen richtig, was Horst Seehofer eben gesagt hat, dass die Staatsgewalt wissen muss, wer auf dem Staatsgebiet ist. Und dass wir auch das Recht haben, Menschen zurückzuschicken. Aber die andere Frage ist doch wirklich, diejenigen, die es nicht gut meinen mit der Freiheit, die es nicht ertragen können, die sogar so einen Hass haben, dass sie sogar einen Anschlag verüben. Ich meine, man kann ja auch sagen, mir gefällt eure Welt nicht, eure Offenheit, deshalb will ich nicht zu euch. Aber dass jemand dann sagt, ich bekämpfe euch direkt, der sucht sich andere Mittel und Wege. Und deshalb ist es schon ganz wichtig, dass wir diese beiden Fragen des Terrorismus und der Flüchtlingsherausforderung, die ja alles andere als einfach ist, erst mal voneinander trennen. Und wenn jemand registriert worden ist, noch mal, wir sind in der Nebelwand jetzt gerade, ob dieser Pass, dieser syrische Pass, wirklich zu einem Attentäter gehört hat, der am 3. Oktober in Griechenland auf einer griechischen Insel registriert worden ist. Das sage ich ja gerade. Das ist ja genau der Punkt, ob es das wirklich ist. Jetzt wird ja mit jeder Einzelinformation versucht, man ein Bild zu stricken. Und da bin ich persönlich mit schnellen Schlussfolgerungen sehr, sehr vorsichtig. Weil jetzt natürlich auch zur Stunde sitzt die Lage zusammen, auch im Innenministerium. Wir werden heute Nacht einen neuen Bericht auch bekommen. Es wird eines ganz klar sein, in Zukunft werden natürlich Nachrichtendienste und die Zusammenarbeit, auf die werden wir angewiesen sein. Bei aller Debatte und bei allem Spannungsfeld über Vorratsdatenspeicher und viele andere Punkte auch. Aber wir müssen international zusammenarbeiten, um auch Wege des Bewegens von Menschen, die Gefährder sind, auch frühzeitig im Blick zu haben. Jetzt denken wir doch eine Sekunde mal die Maximalkatastrophe. Dieser Pass hat tatsächlich diese Bedeutung. Mhm. Was wäre dann aus Ihrer Sicht die Folge, die man daraus ziehen müsste? Die Folge ist für mich nicht, dass wir das Asylrecht jetzt abschaffen. Das kann ja gar nicht sein. Das ist, wenn wir sehen, wie viele Menschen auf der Flucht sind. Und unter ihnen ist eine Person, sind zwei Personen oder lassen Sie es 10 sein. Das ist ein minimaler Bruchteil mit maximalem Schaden, keine Frage. Aber dennoch müssen wir doch Acht geben, dass wir just nicht das machen, was ja der sogenannte Islamische Staat will. Der will ja gar nicht, dass die Leute, die er verfolgt, überhaupt Zuflucht finden und erkennen, dass die Werte der westlichen Welt bessere, menschenfreundlichere Werte sind als die der Islamische Staat. Welche Konsequenz schließen Sie denn daraus? Was ziehen wir denn daraus für eine Konsequenz? Also, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das trennen, die Flüchtlingsfrage und den Terrorismus. Aber wenn Sie das immer wieder ansprechen, wir brauchen Kontrolle, dann wollen wir doch ein bisschen ehrlicher miteinander umgehen. Europa und Deutschland weiß seit längerer Zeit, dass sehr viele Menschen unterwegs sind. Wir wissen seit langer Zeit, dass in Griechenland, in Italien, ich habe vor 5 Jahren eine Reportage in Lampedusa gemacht, da kamen auch schon bereits die Leichen von Kindern. Wir wissen alle, dass das auf uns zukommt. Was können die Flüchtlinge dafür, dass die deutsche Bürokratie die Fähigkeit, dieses Thema aufzuarbeiten und die europäische, der europäische Dissens. Für mich ist die Flüchtlingskrise auch und vor allen Dingen eine europäische Krise. Was können die Flüchtlinge dafür, dass die in Sonntagsreden immer von Asyl und von Barmherzigkeit oder von anderen Dingen reden, von Montag bis Samstag geschlossen haben?
Das ist jetzt sehr schwierig, dann denen vorzuwerfen, ihr seid unkontrolliert. Ich behaupte, die meisten wollen kontrolliert sein. Wir waren auch mit einer Fernsehreportage und wir haben festgestellt, dass die Menschen wollen, aber sie kriegen noch nicht die Nummer, um überhaupt registriert zu werden. Es dauert Wochen und Monate, stellt sich die Frage, warum so eine Überraschung für die Bundesrepublik Deutschland und für den Innenminister und für alle Beteiligten in Europa. Wir wussten, dass die Grenzen immer gefüllter werden, weil Menschen dort parkten. Wir wollten, dass in Griechenland, in Italien die Menschen nicht zu uns kommen. Und irgendwann mussten wir doch merken, nach Syrien, hätten, sie kommen. Hätten wir, wenn wir jetzt aus der Vergangenheit, aus dem Konjunktiv nach vorne gucken, wir haben eben die Wahlen in Frankreich angesprochen. Wir haben ganz wichtige Wahlen, unter anderem in Ihrem Bundesland in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Da sind Sie Spitzenkandidatin in Rheinland-Pfalz. Wenn wir auf diese Wahlen gucken und Sie sich Sorgen machen, dass das, was in Frankreich passiert ist, missinterpretiert wird, sich gegen Flüchtlinge richtet, rechtsradikalen Parteien bei uns Auftrieb gibt, dann kann man argumentieren. Vielleicht braucht ein Land aber auch Symbole. Politik besteht oft auch aus Symbolen, um das Bemühen erkennbar zu machen, die Kontrolle wiederzubekommen. Ein Sicherheitsgefühl herzustellen, das ja oft damit zusammenhängt, dass die Haustür einfach zu ist, dass man weiß, wenn einer reinkommt. Was fällt Ihnen da mit Blick auf die Wahlen ein und auch mit Blick des rechten Randes? Erstmal habe ich überhaupt keine Lust, das in Verbindung zu bringen mit Wahlen, denn da sind wir jetzt in einer Situation, da muss man parteiübergreifend, will ich nicht die AfD mit reinnehmen, aber da muss man wirklich mit demokratischen Parteien... Das klappt doch nicht mal in der Großen Koalition. Naja, jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf bei jedem humoristischen Einfall. Hier sind wir in der Großen Koalition wirklich einig. Wenn es darum geht, da passt kein Blatt zwischen die Kanzlerin und dem Vizekanzler und ich glaube auch nicht zwischen die Opposition, wenn es darum geht, Solidarität mit Frankreich zu zeigen, auch zu verurteilen, was jetzt gerade passiert ist. Aber mit Blick auf die Wahlen, weil Sie sagten, die Bürger sind doch nicht so dumm, dass sie uns das abnehmen würden, dass wir jetzt plötzlich Sicherheit suggerieren, die vielleicht nicht da ist. Frankreich ist ja, oder Paris ist ja keine unsichere Stadt gewesen. Im Gegenteil, sie haben ja eine Präsenz von Polizei, so wie es auch eben erzählt haben in Frankreich. Was wir jetzt haben natürlich, sind erhöhte Sicherheitsvorkehrungen, ist eine höhere Polizeipräsenz, ist das Kontrollieren vom Flug- und Zugverkehr mit internationalem Charakter, vor allen Dingen auch Richtung Frankreich. Das ist situativ etwas, aber ich glaube, vieles muss und soll man eigentlich gar nicht sehen, sondern es muss arbeiten, dass wir gar nicht merken, dass wir es brauchen. Das ist nämlich die Sicherheitsvorkehrung im Hintergrund. Und das hat etwas mit internationaler Zusammenarbeit auch zu tun. Herr Bedford-Strom? Ja, also ich glaube, ganz entscheidend ist, wenn wir jetzt diese politischen Diskussionen führen, dass es eben nicht nur Symbolpolitikvorschläge sind, sondern dass das, was da vorgeschlagen wird, auch wirklich durchdacht ist. Und die Leute merken das nämlich, wenn es am Ende nicht durchdacht ist. Wenn wir zum Beispiel jetzt das Dublin-Verfahren wieder einführen wollen, was nie funktioniert hat, was gar nicht funktionieren konnte, wenn wir dieses Dublin-Verfahren wieder einführen und dann die Menschen, die hierher kommen, nach Ungarn oder nach Bulgarien geschoben werden sollen, wo es schon jetzt keine wirklichen Möglichkeiten für die Menschen gibt, in großen Mengen, dann wird jeder, der ein bisschen nachdenkt, sehen, dass das nicht funktionieren kann. Das heißt, es ist Symbolpolitik. Das Einzige, was wirklich funktioniert, ist, wenn man die Fluchtursachen beseitigt, wenn man Geld wirklich in die Orte, an denen die Menschen rund um die Konfliktgebiete jetzt sich aufhalten, wenn man da Geld, und zwar viel Geld hintut, damit die in diesen Lagern leben können. Die Situation dort ist katastrophal. Das sagt uns die Diakonie Katastrophenhilfe. Dort muss gehandelt werden, damit die Menschen dort eine Perspektive haben. Das funktioniert. Aber es ist doch nicht nur die Angst vor dem Fremden. Also nicht nur die Angst vor dem fremden Terroristen, der von außen kommt in unser Land und unsere Länder, die uns hier alle bekriegen wollen, sondern vielleicht sollten wir uns mal dessen bewusst werden, das sind auch junge Menschen, die Deutsche sind, die hier seit der dritten, vierten Generation leben. Die Sie unterrichtet haben, die in den Schiert gegangen sind. Ja, die sind glücklicherweise nach einer Woche ziemlich desillusioniert wiedergekommen. Aber nichtsdestotrotz gibt es genügend andere Fälle, die sehr viel schlimmer wiedergekommen sind und sehr viel ideologisierter wiedergekommen sind. Die machen mir doch genauso eine Angst und die müssen wir doch bekämpfen, wenn wir sagen, wir haben Angst vor Menschen, die vom IS hierher kommen, unter den Flüchtlingen. Ich habe viel größere Sorge davor, dass deutsche Jugendliche weggehen.
zum IS nach Syrien zum Teil, die wiederkommen, wie wollen wir die denn kontrollieren? Das ist doch, wieso fischen wir oder versuchen wir ständig unter den Flüchtlingen zu fischen und sehen gar nicht, dass es hier in dieser Gesellschaft doch genügend Potenzial gibt? Das war quasi so etwas wie ein Schlusswort für heute. Die Diskussionen werden weitergehen. Und an diesem ungewöhnlichen Tag möchte ich auch eine Schlussrunde machen. Das ist aber einfach nur ein Wort an Frankreich. Ein Wort an Frankreich, Frau Kador. Mein Mitgefühl. Solidarität, Solidarität. Ich bete für alle Menschen, die von diesem terroristischen Anschlag betroffen sind. Herr Schmidt. Bleibt bitte so, wie ihr wart. Wir sind alle angegriffen und deshalb verteidigen wir uns auch alle. Danke für diese Sätze, danke für diese Diskussion. Aktuell wird die ARD Sie weiter informieren in vielen aktuellen Sendungen, gleich in den Tagesthemen. Die nächste Gesprächssendung gibt es schon morgen Mittag. Im Presseclub spricht Volker Harris natürlich auch über dieses Thema. Und jetzt gebe ich gleich ab nach Hamburg zu den neuesten Informationen in den Tagesthemen mit Thomas Roth.